aus. Wir steigen nachher auf der Seite aus, weil da steigen Kinder aus auf der Seite. Da muss ich schnell eine Markierung setzen, damit wir die Eskalation haben, aber eine Chance hier wieder zu gehen. Ein bisschen abgehärtet, da sah es ja ganz ähnlich aus. Oh, der Queen da. Aber da kommt jetzt noch ein paar Meter, dann kommt gleich wieder ein Aussicht. Fischauge! Ja, jetzt hier. Du musst doch fotografieren. Ah, Wurmberg. Den Wald. Die nächste Station ist Eckerloch.
hoch, von da oben, da kommt kein Weg runter. Ach, jetzt kommt gleich der Stein. Du musst das irgendwie mal eine Minute und dann bist du am Stein hoch. Ich habe bloß auf die fixe Zahl und die Makro geachtet. Möchte ich gerne dann CD von haben. Na klar, brenne ich dir gleich. Und die Qualität ist auch recht fett. Okay, ja. Cool, jetzt kommt der Goethe-Weg gleich. Eisenbahnromantik hier. Thank you.
dann immer rauf, wenn es hochkommt. Dann fahren sie wieder runter und wieder zurück. Ja, ja, ich muss das. Hier sind wir hoch, wir sind da runtergekommen. Das ist von da oben. Jetzt wird auf jeden Fall der Wald schon ein bisschen durch Kieholz ersetzt, so langsam. Okay. Ich kann ja mal versuchen, einfach laufen zu lassen. Geht schon. Nö. Geht schon. Nur aufpassen, dass sie nicht von der Hand flutscht. Jetzt kommen wir schon mal die Bombenstraße und dann die große Kurve mit Bomben. Der hält besser als die Batterien. Aber natürlich, wenn er alle ist, dann kann ich lachen. Ist bis jetzt noch angenehm, muss ich sagen. Ja. Das Goethe-Moor. Das Goethe-Moor? Wie kommt denn das in der Höhe? Ja, das ist ein Moor. Das ist der Weg auch noch bei Deutschland. Da geht noch der Weg lang. Viel zu selten mit dem Ding. Ist ja nicht gefährlich, der Sumpf. Oh, krass. Oh, alles Hochmoor hier. Es hat was.
weil ich sie nicht angerufen habe. Ich wollte eigentlich nicht, aber nicht so früh. Und eigentlich wollte sie bloß in Richtung Weihnachtsmarkt und bloß ein kleines Stück. Da hatte ich nur gar nichts mit am Hut. Bin ich so nicht. Jetzt wird es langsam kühl. Jetzt habe ich einen Akkupunkt weniger. Wie viele Minuten noch? Mal sehen, was noch durchhält. Bin ich gespannt. Naja, er hat jetzt einen Punkt weg. Das heißt, warten wir noch auf, das ist cool. Bei vielen Seen tun wir ähnlich mit dem Bauch. Oh, da. Weil das die Temperatur aber ordentlich anzieht hier oben. Ah, oh, da täumen sich die Wolkenberge da vorne. Wir dürfen auf der Seite raus, ja? Oh, nö, aber... nö, aber... Ja, stimmt. Das ist definitiv...
zoomen wir noch. Ja. Bis 1000 Meter hatte man eine gute Sicht, da hier oben ist ein bisschen neblig. Aber hier sind ja der Zug war. Oh! Das ist fast wie in Polen. Wurmbergschanze. Wie heißt die Klippe hier? Welche? Ahrensklint. Ahrensklint. Und das da hinten? Das sind die hohen Klippen. Die ersten Klippen ist die höchste. Das ist scharf. Hast du Zoom dran? Hm. Cool. Wie die Treppe bei Herr der Ringe, wo sie mit Gollum hoch sind. Ja, die ist gut, ja. Wo sie nachher schlafen auf der Treppe, direkt am Abgrund. Das da unten ist Schürke? Hm. Müssen wir runter, das ist der Dorfplatz. So, jetzt geht es doch sehr steil abwärts. Da bin ich ja mal gespannt. Wie groß ist die Karte? 1 Gigabyte. Das ist der 512er, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Er hat auch oft Probleme, sich dann wieder scharf zu stellen. 512? Da müsste er nach spätestens 15 Minuten die Karte voll sein. Ich glaube 27 Minuten oder so kriege ich drauf. Ich werde jetzt mal noch ein Foto machen.